Ja, hallo liebe Leute im YouTube-Land. Heute geht es nicht um Hanteln oder um Kartons. Ich möchte euch kurz erzählen, wie bei mir die Liebe zu Kassettendecks wiederkam. Eines Tages entdeckte ich unter Bett eine Kiste voller verstaubter alter Kassetten. Mixtapes, Originaltapes, jede Menge Kassetten. Und ja, ich entschied, Mensch, die muss ich mir ja wieder mal anhören. Damals hatte ich ein Tape -Deck, das ging nicht und äh, ich habe es dann leider, weil ich, ich ohne Ahnung war, es geschafft, dieses Tape -Deck erfolgreich kaputt zu reparieren. Aber ich habe mich aufgegeben und mal nachgeschaut, was es so gibt. Man kann nagelneue Tape -Decks kaufen von Teac und so weiter. Man musste aber ein bisschen Geld auf den Tisch packen. Im Internet seht ihr dazu weitere Videos. 450 oder 350 Euro für ein nagelneues Tape-Deck ohne Dolby, das muss man schon ausgeben. Oder man kann ein bisschen weniger ausgeben, wie bei diesem Exemplar, was allgemein gar nicht so schlechte Bewertung hat, aber ein relativ ja, einfaches Laufwerk besitzt. Wer ein Gebrauchtes will und 1000 Euro hat, kann eins von Sony kaufen oder bei eBay klein anzeigen, günstigere finden, im Prinzip für eine Kiste Bier. Also zumindest für den Preis einer Kiste Bier. Oder man kann sogar noch günstigere finden, gebrauchte, zu verschenken. Die haben meistens einen Nachteil. Sie laufen nicht mehr so ganz rund oder werden als Defekt verkauft. In 80 bis 90 Prozent aller Fälle sind die Riemen, die Antriebsriemen durch. Antriebsriemen sind im Prinzip stabilere Gummibänder. Die sind breit oder schmal und treiben die Mechanik von Kassettendecks an. Der Motor hat den Riemen und der Riemen treibt die ganzen Zahnrädchen an. Im Laufe der Jahre werden diese Riemen dann weich, greifen nicht mehr, können die Kraft vom Motor nicht mehr übertragen oder lösen sich richtig auf, werden dann zu einer Art tierigem Matsch. Im Internet kann man dann Reparaturanleitungen finden, die sogenannten Service Manuals. Da gibt es im Prinzip zu allen Tape kostenfreie Service Manuals als Download. Und da wird im Bildschirm ganz gut erklärt, welche Teile man auseinanderbauen muss. Es gibt auch auf YouTube YouTuber, die das äh, zeigen, wie so eine Reparatur vonstatten geht. Dann braucht man eigentlich nur für ein kleines Geld sich den passenden Riemensatz bestellen. Wenn man mutig ist, kann man auch in China die Großpackung kaufen. Aber leider sind da spezielle Größen oft nicht vorhanden. Hier in diesem Fall bei einem Sony TCK 490, das wurde von 92 bis 1994 gebaut, habe ich einfach die Riemen ausgetauscht. Läuft. Ja. Wurde mir bei Ebay Kleinanzeigen netterweise für das Porto überschickt. Also im Prinzip für 15 Euro ein Taptec, was wieder läuft. Ich hoffe, der kleine Film hat euch gefallen und animiert euch dazu wieder auf Tape decks zu gehen, analoge Kassetten zu hören, denn analog ist lange nicht tot. Ich denke mal, das große Kassetten Comeback der letzten Jahre ist dem einen oder anderen bekannt. Ja, ich hoffe, ihr findet den Mut, kauft euch ein gebrauchtes Tape Deck, ja, beschäftigt euch ein bisschen damit. Es ist gar kein Hexenwerk. Ist relativ schnell wieder fit gemacht und ihr seid wieder drin im analogen Kassettenhimmel. Danke fürs gucken und äh, ja, bis zum nächsten Mal.